Heiho, es geht weiter mit Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Beim letzten Mal haben wir Prinzessin Zelda aus dem Kerker befreit und in die Kathedrale gebracht und werden seitdem von dieser Wache hier belagert. Vielleicht sollten wir sie mal erlösen, indem wir sie mit dem Bumerang betäuben und dann einfach draufschlagen. So, der Priester hat uns gesagt, wir sollen nochmal zum Dorfältesten von Kakariko gehen, zu Sahasrala, diesen wundervollen Namen. Und das werden wir auch bald machen. Bald. Ich möchte mich vorher ein bisschen umgucken. Ich glaube nämlich, wir können schon in den Wald. Glaube ich. Wir testen das jetzt gleich einfach mal. Vorher werden wir noch ein paar Büsche umhauen. Vielleicht finden wir ein paar Herzchen. Herzchen? Herzchen? Nein. Kein Herz für Link. Dann halt nicht. Habt ihr Herzchen für mich? Das ist auch nur Geld. Oh, niemand hat Herzchen für mich. Was soll das denn? Hallo? Ich brauche Energie. Lebensenergie. Ich glaube, hier gibt es Herzchen, aber da kommen wir noch nicht hin. Herz, Herz, Herz. Ach, dann halt nicht. Mir auch egal. Geh halt ohne Herzchen. Halb tot in den Wald. Yay, was kann schon schief gehen? Ein sehr nebliger Wald. Mit einem Raben, der abhaut. Tschüss. Geh halt weg. Erst eine Hütte, da gehen wir aber nicht rein, sondern wir gehen. Hallo, danke. In dieses Loch. Yay. Loch. Mit einem Herzteil. Hast ein Herzteil gefunden. Cool, was? Tada. Und hier steht jemand rum. Hi. Hey du, was willst du hier? Das ist unser Versteck. Das Versteck unserer Liebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Okay. Ich habe übrigens dein Herzteil geklaut. Falls du es noch nicht bemerkt hast. Aber gut, und jetzt kommen wir auch zum Häuschen hier raus. Wow. Ich glaube, es gibt noch was, was wir schon erledigen können. War das hier? Nope. Scheinbar doch noch nicht. Okay. Ich dachte, hier wäre was. Aber vielleicht sind wir dafür zu früh. Okay. Dann kommen wir später wieder, lieber Wald. Lauf nicht weg. Das ist ein Dieb. Ein Dieb. Ein Dieb. Ein Dieb. Das ist nicht gut. Okay. Alles gut. Der klaut uns Geld. Haben Diebe so an sich. Aber das wollen wir natürlich nicht. Gut. Dann gehen wir eben nach Kakariko. Yay. Und besuchen Sahasrala. Und noch ein paar andere Häuschen. Da gibt es nämlich ganz viel. Es ist eine riesige Stadt. Die größte Stadt im Spiel, würde ich mal sagen. Später mehr dazu. So. Gesucht. Link, der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Nein, tut es nicht. Okay, ich glaube, hier sollen wir hin. Yep. Dann... Okay, fangen wir hiermit an. Hallöchen, du siehst nicht aus wie der Dorfälteste, du siehst eher aus wie eine Frau. Hi. Ach ja, Link, was willst du denn vor einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste, ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja, klar. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Okay. Wenn du es nicht weißt, dann vielleicht jemand anders. Quatschen wir einfach mal Leute an. Oder auch nicht, hier ist niemand. Okay, dann gehen wir einfach wieder. So, können wir hier schon was machen? Schauen wir doch mal. Herzchen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Herzchen, yay, yeah, hey du. Oha, Link, dieses Haus war früher das Versteck einer Liebesbande. Der Name des Anführers, ach ja, Blind hieß er. Und er hasste grelles Licht über alles. Und das wird später noch verdammt wichtig. Aha, unglaublich, aber wahr. Das wird noch wichtig.
Hier wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin, aber okay. Sind wir halt schon mal hier. Verschieben ein paar Steine und kommen dann an ein paar Kisten. Kiste mit 20 Rubinen. Und nochmal 20 Rubine. Und nochmal 20 Rubine. Und nochmal 20 Rubine. Wow. Ich komme später wieder. Hier war nämlich noch was versteckt. Dazu brauchen wir allerdings noch etwas, was wir, glaube ich, auch schon in dem Dorf hier bekommen. Ah, ich glaube, bei dir kriegen wir auf jeden Fall noch was. Hey, du. Flaschen, schöne Flasche. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, so treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonders schönes Exemplar. Nur 100 Rubine. Okay. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie sie ruhig hoch, wären Sie mich bald wieder. Yay, eine Flasche. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Wuhu. Cool. Eine Flasche. Das ist so ein Mädchen, wenn die uns sieht, dann schreit sie und ruft die Wachen so, ah, der Entführer der Prinzessin. Hi, Bild von Mario, das aber aussieht wie Hario. Was ist das für ein Haar auf der Mütze? Und ich bin M. Schlecht gepixelt. Also echt. Ich habe jetzt keine Lust, mich von den Mädchen erwischen zu lassen. Dann kommt einfach so ein Feind, gegen den wir kämpfen müssen und das war's. Ja. Ja, sehr brutal. Nicht wirklich, aber... Es kann ein bisschen nervig sein, wenn man einfach nur so die Stadt erkunden will und dann kommt auf einmal so ein schreiendes Mädchen. Grüß dich, Link. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Feenquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden, aber der Schatz der Zoras soll wirklich, das müsste man sich mal ansehen, nicht? Aha. Sehr interessant. Ehrlich gesagt wollte ich gar nicht zu dir. Ich habe wohl das Haus verwechselt. Kann passieren. Wollte ich hier hin? Hallo? Ja, hier wollte ich hin. Hey, du. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Yay! Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Aha. Mal gucken, wann wir es jemals zurückgeben werden. Top. Okay. Ein Schmetterlingsnetz. Yay. Damit können wir Sachen fangen. Und hier war, glaube ich, auch noch ein Hintereingang. Yay. Der Hintereingang der Bar. Mit einer Flasche. Eine magische Flasche. Aha. Für 0 Rubine. Wesentlich billiger als die letzte. So, ich suche aber immer noch etwas hier. Nimm, was du willst. Yay, hier gibt es 10 Bomben, 50 Rubine. Das ist verdammt teuer, aber es ist das einzige Mal im Spiel, dass ich Bomben kaufen werde. Aber wir brauchen sie. Yay. Gras kaputt machen, Grasbüschel kaputt machen. Wuhu. Und nichts darunter finden. Na, das hat sich doch gelohnt. So. Eine Fee, die können wir jetzt einfangen. Wir nehmen unser Schmetterlingsnetz und schwingen es und Fee, bleib hier, Mann. Ja, Vorführeffekt. In einer Flasche aufbewahren. So, und jetzt hockt die arme kleine Fee hier drin. Oh. Wir können sie einfach so freilassen, dann fliegt sie wieder so bekifft rum wie jetzt gerade. Wenn wir Pech haben, dann sind sie in der Wand. Oder wenn wir sterben, wird sie uns einfach automatisch wieder beleben. Sehr praktisch. Und hier legen wir eine Bombe hin. Yay. Und finden das coole, geheime Geheimlager mit den 2 Mäusen. Komm her. Okay. So. Das hier ist unglaublich cool. Hier ist nämlich eine Bombe, ein Rubin, eine Bombe, 5 Pfeile, eine Bombe, ein Rubin, eine Bombe. Und das jedes Mal, wenn wir reingehen. Jedes Mal. Genau deswegen habe ich gesagt, dass ich nie wieder Bomben kaufen werde, weil es hier immer welche gibt. Man braucht halt leider eine, um hier reinzukommen. Und ich nehme nochmal 5 Pfeile mit. Wir haben zwar keinen Bogen, aber wir haben Pfeile. Ist das nicht super praktisch? Eigentlich nicht. Aber egal. So. 10 Bomben, 15 Pfeile. Wir können leider nur 10 Bomben tragen aktuell. Ich glaube, Pfeile können wir 30 tragen, aber weil wir so viele müssen wir jetzt ja auch nicht mitschleppen.
Yay, das ist hier ist wohl der Park. Ja, der coole Dorfpark mit ganz vielen Büschen. Und hier ist noch ein Haus mit einem Huhn. Ups, ich wollte dich nicht hochnehmen, Huhn, sorry. Mit Hühnern sollte man sich niemals anlegen bei Zelda. Eventuell werde ich jetzt noch zeigen, was passiert, wenn man es doch tut, aber nicht jetzt. So, ich bin total verwirrt, wo wir jetzt noch nicht waren. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal rein. Hey du, bin schon wieder da, hast mich schon vermisst? Und dann gab es noch ein Haus, wo ich hin wollte. Und noch eine Höhle. Alles hier im Dorf. Aber erstmal sprengen wir diese Wand. Yeah, ich habe gerade deinen Keller gesprengt. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Mit ganz viel Geld. Wow. Okay, und ein Herzteil. Juhu, du hast ein Herzteil gefunden. Hey, schon unser zweites. Ich glaube, es gab 24 Herzteile. Ja, 24. Zwei haben wir schon. Cool was. So, dein Keller wurde vergrößert. Freu dich, liebe Frau. Und ich glaube hier. Hier. Genau, da unten ist eine Höhle und hier ist ein ganz unauffälliges Loch. Platsch. Ja. Link springt gerne irgendwelche Löcher in Abgrund, habe ich das Gefühl. Und hier gibt's Bomben. Hätten wir keine kaufen müssen. Yay. Geld verschwendet. Naja. Was soll's. Hier gibt's noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Das ist eigentlich einer der Zelda-Teile, in dem man keine Geldprobleme haben sollte. Und bald wird das Problem komplett verschwinden. Ein Herzteil. Yay. Das dritte. Das geht ja richtig schnell. So. Und weiter geht's. Platsch. Gibt's hier noch mehr Geld? 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 Das ist kein Geld. Naja. So, zu einem Haus müssen wir auf jeden Fall noch. Das ist es nicht. Da waren wir. Das ist kein Haus. Das hier. Da wollte ich hin. Hey du. Link, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ja, vielen Dank. Ich war es auch nicht. Also, entführt. Naja, eigentlich habe ich sie schon entführt. Aber es klingt, entführt klingt so negativ. Ich habe sie gerettet. Und sprenge auch einfach mal dein Haus, um in deinen Lagerraum zu kommen. Denn dort gibt es 10 Pfeile. Yay. Wow. Naja. Immerhin. Besser als nix. So. Ich habe deine Hauswand gesprengt, dein Lager geplündert. Ich hoffe, das stört dich nicht. Hi, Typ. Oh nein, er ist zu schnell für uns. So, da gab es das Schmetterlingsnetz. Da war der komische Typ. Hier ist die Kneipe. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was, aber wir können ja mal reingucken. Hey, du. Ah, mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Er weiß schon, wo er ist und was er macht. Tja, keine Ahnung. Vielleicht begegnen wir ihm irgendwann noch. Wir werden sehen. Die Hübsche? Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsche, die Frau. Und am Wasserfall der Wünsche, der bei den Hügeln. Und der Flussquelle. Und die Muschel, die angucken. Die wirst du mögen. Okay, eventuell machen wir das. So, ich glaube, das war's schon mit Kakariko. Was heißt schon? Das ist ein sehr großes Dorf. Große Stadt. Hier ist noch was. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht. Genau. Hier kommen wir noch nicht vorbei. Da ist ein Holzblock des Todes. Ah! Da können wir leider nichts machen. Und hier ist ein Schmied. Hallo, Schmied. Ja, ist mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Dann muss ich wohl deinen Kollegen finden. Was allerdings noch etwas dauern wird. So viel verrate ich schon mal. Okay. Dann gibt's hier nichts weiter zu tun. Und wir verlassen Kakariko. Wobei das da unten. Gehört das auch noch zu Kakariko? Hier sind, glaube ich, auch noch Häuschen. Das ist wahrscheinlich so der. Die Vorstadt von Kakariko. Der Vorort. Wie auch immer. Yay! Hier gibt's was. Ein cooles Buch. Aber da kommen wir nicht ran. Tja, Pech gehabt. Kein Buch für uns. Ach Mensch, dabei wollte ich doch unbedingt lesen. Aber ich glaube, hier gibt es noch was. In diesem Haus. Hallöchen, du bist irgendwie echt riesig im Vergleich zu mir. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert.
Okay, man kann's auch übertreiben, Kumpel. So, was hältst du davon? Na gut, die Tür ist wieder offen. Da werde ich mich mit meinem Bruder vertragen. Okay. Das ging ja einfach und irgendwie seht ihr aus wie Zwillinge. Und Link, woher kennst du meinen Namen? Was sagt mein Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Oh mein Gott. Ihr solltet einfach mal miteinander reden. Das würde das ganze Problem lösen. So. Hey du. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Wahrscheinlich weiß ich den Weg jetzt nicht mehr. Achtung, fertig, los! Wow, 15 Sekunden! Ah, Gamepad, wuhu! Das ist gar nicht mal so einfach! Yay, waren das 15 Sekunden? Bei diesem Versuch bezogen eine Zeit 11 Sekunden. Okay, ein Herzteil, jetzt bloß nicht hier runterspringen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. So, du hast dein Herzteil gefunden, deine Herzteil ist gestiegen. Yay, Herzcontainer! Oh yeah! Ich glaube, wir haben immer noch nicht erfahren, wo Sahasrara jetzt sein soll. Aber ich weiß es ja. Und das ist zum Glück so ein Spiel, wo man nicht erst mit 50.000 Leuten reden muss, bevor das nächste Event getriggert wird. Nein, wir können jetzt einfach dahin gehen, wo Sahasrara ist, ohne zu wissen, dass er da ist. Und er ist trotzdem da. Was auch Sinn machen würde im realen Leben. Unglaublich. Kleines Spielchen gefällig, 20 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's mal. Okay, ich versuche mein Glück. Eine Truhe öffnen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Truhe gibt, in der nur ein Rubin drin ist, was ziemlich doof wäre. Wir nehmen mal die goldene Mitte. 20 Rubine, yay, ist unser Einsatz zurück. Ich glaube, in den anderen sind 50 drin? 50 oder 100 sogar? Ja, Glücksspiel, wo man sein Geld, ja, verdoppeln kann oder wo man Geld gewinnen kann, wo man aber auch Geld verlieren kann. Von daher lassen wir das mal. Momentan brauchen wir ja kein Geld. Also jedenfalls wüsste ich nicht, wo wir was kaufen sollten. Wir können uns unglaublich teure 10 Bomben kaufen in diesem Laden. Warum auch immer wir das tun sollten, wenn nebendran diese Holzhütte ist, wo wir einfach immer Geld, gib her, ah, es steckt im Baum, okay. Wo wir mal uns die Bomben holen können. Von daher ist es echt unnötig, Bomben zu kaufen. Hätte nicht mehr am Anfang kaufen müssen, in der einen Höhle gab es ja später noch welche. Naja. Wir können allerdings mal bei unserem Haus vorbeischauen. Einfach so, weil Haushalt. Also nicht Haushalt, sondern Haus. Eben. Haus, wie geht's dir? Stehst du noch? Hat jemand wehgetan? Alles okay bei dir? Yay, Haus. Oh, wer hat unser Bett gemacht? Okay, wer war hier? Ich habe die Bettdecke nicht zurückgeschlagen und unser Onkel oder was auch immer ist leider nicht mehr da. Oh mein Gott, da war ein Dieb in unserem Haus. Nein. So, Sahasrara war irgendwo hier im Osten, glaube ich. Doch, genau. Osten, Sahasrara, ich komme und lasse mich nicht von diesen Feinden aufhalten, die total bedrohlich sind und so. Nicht. Okay, der war etwas bedrohlich, weil er genau in mich reingerannt ist. Aber wir gehen einfach mal in diese Höhle und finden eine Fee. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließ deine Augen und entspanne dich. Okay. Oh, irgendwie fühle ich mich geheilt. Yay. Ja, das war eine Feenquelle. Die Feen heilen alle unsere Herzen. Das ist immer sehr nett und sehr praktisch manchmal. Und hier haben wir nervige Feinde, die versuchen uns abzuschießen. Aua. So. Oh, war der nach einem Schlag tot? Ich hatte die Stärke in Erinnerung. Okay. So, hier irgendwo ist Sahasrara. Mit Betonung auf irgendwo. Da. Das war jetzt schwer zu finden. Oder auch nicht. Hey, Sahasrara. Richtig. Ich bin Sahasrara, der Dorfälteste und ein Nachkomme der 7 Weisen. Also bist du mit einer der 7 Mädels verwandt? Ist das wirklich wahr? So. Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bandschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der 3 mächtige Dämonen besiegt und die 3 Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Na klar. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Hier jetzt zum Palast. Du, eine magische Kunst lehren?
Er wird uns eine magische Kunst lehren? Okay, ich weiß, was er macht. Ich würde das nicht als magische Kunst lehren bezeichnen. Darauf gehen wir nach dem Palast nochmal ein. Ich merke mir das, Alter. Ich merke mir das. Bomben! Yay! 50 Rubine! Yay! 50 Rubine! Yay! Ich sagte ja, in diesem Zelda hat man keine Geldprobleme. Absolut nicht. So. Hast du uns irgendwas auf der Karte markiert jetzt? So voll cool. Ja! Hier rechts sehen wir, ist ein Amulett. Oh, wir haben sogar... Oh, wir haben alle drei Amulette markiert und das Schwert. Und wir beginnen mit dem Amulett des Mutes. Das grüne, das hier quasi gleich um die Ecke ist. Amulett des Mutes, ich komme! Ich weiß den Weg. Ich weiß den Weg. Ich habe das Spiel oft gespielt. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus. Aua. Geh mir aus dem Weg. Nein! Okay. So, jetzt hier hoch und irgendwo hier muss es dann langsam mal sein. Hallo? Ah, hey, geh du mal da weg. Gib mir ein Herz, gib mir ein Herz, gib mir ein Herz. Das ist Geld. Naja, auch okay. Und hier sollte der Palast sein. Yep. Yay, Dungeon. So, ich würde aber sagen, diesen Dungeon machen wir dann beim nächsten Mal. Also dann, ciao, ciao.